Morning heute Morgen aus der Car. Wir haben es nicht geschafft, gerade zu Hause noch zu filmen, weil ich wieder zu spät dran war. Mädchen! Fährt so rüber, ne? Und streck mir die Zunge raus. Hör auf! Ja, mit ihrem scheiß Handy in der Hand. Ja, die hat bestimmt einen Pokémon Krusty, Flusty, Schlusty getroffen. Wollte ihn einfangen. Das gibt's nicht, ne? Sag mal. Meine Güte, ich hab die überhaupt nicht gesehen, obwohl ich da hingeguckt habe. Ich hab sie gesehen, rechts am Rand, aber wie kommt ihn auf die Idee, so auf die Straße zu springen? Meine Güte. So, Schock am frühen Morgen. Ja. Ich stand gerade die ganze Zeit beim Bäcker mit Hosenstall offen. Das ist nichts Neues. Darum haben die Männer da alle hingeguckt. Ja, die Leute. Nee, ich glaube, das hat man gar nicht gesehen. Ich hatte das T-Shirt drüber. Was du im Walde bist. So, was hat sich zu gestern verändert? Nee, deine Mähne hast du immer noch. Ja. Er wollte das nicht. Ich wollte gestern seine Haare schneiden. Er möchte es nicht. Er möchte sich jetzt einen Zopf wachsen lassen. Lange Haare, dass er sich einen Zopf machen kann. Ne? Mhm. Major Maulwurf. Es ist ein Befehl, dass wir heute Abend deine Haare schneiden. Du findest mir gar nichts. Doch. Nein, ich möchte lange Haare mit einem Zopf und auf der einen Seite einen Undercut. Super, das ist ganz toll. Ja, das ist auch sehr modern, habe ich gehört. Ja, weil so geht es jetzt nicht weiter mit dir. Ja, haben Sie ein bisschen Zeit für Haare. Man sieht, wir sind dann aus Friesland. Habt ihr diese wunderschönen Kühe gesehen? Bei uns sind die Kühe noch schwarz-weiß und nicht lila. Nee, bei uns sind die Kühe schöner als die Frauen, die Igelmatsch. Also, wenn wir heute heil ankommen, dann Prost Mahlzeit. Der arme Igel, aber der war ja schon tot, den habe ich ja nicht erwischt. Aber ich mag keinen Igelmatsch mit dem Auto. Ich werde heiser, ich glaube, ich werde krank. Was? Ja. Warum? Wie warum? Wieso wirst du krank? Weil ich gestern Abend auf der Couch die ganze Zeit dagegen anreden musste, dass du aufhörst zu schnarchen. Du hast dieses Wochenende frei. Ja. Kannst du nicht krank werden. Aber ich habe irgendwie ein bisschen... Kann auch dran liegen, weil es jetzt gerade kühl ist. Och Mann. Nein, wir sind in Ostfriesland. Hier werden die Kühe schöner als die Frauen. Hier darf man auch ganz regulär eine Kuh heiraten. Wenn man eine schöne Kuh gefunden hat, kann man mit der zum Standesamt gehen, in Gummistiefeln und sagen, so, Elche ist nun die Frau. Ja. Ja, hier ist das so. Hast du keine Knete, kriegst du keine Knete. Wie steht der da denn? Verkehrt rum auf der Bahn. Das ist ein Baggern. Günther, so, was ist, tust du da? Das ist jetzt der dritte Vorfall auf dieser kleinen Strecke. Ich höre jetzt wieder auf. Ich muss mich hier besser konzentrieren. Worauf musst du dich denn konzentrieren? Ja, ich was hier passiert, damit ich dich warnen kann, Major Morgan. Du musst mich gar nicht warnen. Damit du meine Befehle dann ausführen genau. kannst. Wenn du mich warnst, lenkst du mich immer nur ab. Das ist das Problem. So, viel Spaß heute. Heute ist, was haben wir denn heute? Mittwoch, Bergfest! Ja. Jetzt geht's bergab. Ja, jetzt geht's bergauf, denn ich habe Freitag frei. Dann hast du ja kein Bergfest, du Lügerin. Freitag frei. Hatte ich gestern schon Bergfest. Und schwupp ist Feierabend. Weißt du, wann wir das letzte Mal gefilmt haben? Heute Morgen. Oh nein! Total vergessen. Aber der Tag ist ja noch nicht vorbei. Nee, der Tag ist noch nicht vorbei, aber ich bin... Also ich fühle mich, als ob der Tag vorbei ist. Ich bin total kaputt. Unsere Kandidaten. Das ist ja gruselig. Ja, die dürfen wir euch leider nicht zeigen. Nee. Aber ich habe heute Morgen unsere Wahlzettel schon weggebracht, weil ich verlasse ja sonntags das Haus nicht. Und deswegen haben wir die per World Wide Web bestellt. Was? Also. Warte, lass mich kurz zu Ende sprechen. So, deswegen haben wir die im Internet bestellt, weil ich ja sonntags das Haus nicht verlasse. Und was wollte ich jetzt sagen? Das war's, was du gesagt hast. Das war's? Ja. Okay, was wolltest du sagen? Jetzt haben wir so viel zu sagen, weil wir den ganzen Tag nicht gefilmt haben. Was haben wir da denn? Wir haben eine schöne Postkarte gekriegt. Aus La Paloma. La Paloma. Sonnige okay. Grüße aus La Paloma. Und dann ist das so, dass man dann das hier mit so einer Adresse kriegt, dann denkt man sich, oh, das ist ja eine wunderschöne Postkarte und in Wirklichkeit... Und da steht auch noch Moin, ihr Lieben. Moin, ihr Lieben. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, euch eine ganz ausführliche Postkarte zu schicken, aber bei der Wahl zwischen Cocktail und Stift hat der Cocktail leider gewonnen. Und was ist das denn für eine Werbung? Wahlwerbung.
Ach so. Gar nicht schlecht gemacht. Und apropos, nicht vergessen, am 11.09. wählen. Bla 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 bla. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Kleiner Tipp. Ich habe gehört, dass der und der wieder für den Gemeinderat kandidiert. Dem würde ich meine Kreuze geben. Super zuverlässiger Typ. Also wenn das auf so einer Postkarte steht, ne? So. Sonnige Grüße aus La Paloma, Matze. Kann ich jetzt meine Joggingklamotten anziehen? Oder soll ich das erstmal so lassen, damit ich deine Haare gleich schneiden kann? Ja. Wollen wir die gleich schneiden? Erstmal muss ich Bussi-Eise essen. Er knurrt auch. Ja. Ja, dann kommen sie jetzt ab, komm. Ab runter. Ja, lass mich erstmal den Haushalt hier machen. Hä? Und dann... Was? Jetzt erst den Haushalt. Ja, das muss ich erst machen. Oh. Und dann machen wir gleich deine Haare, okay? Machen wir gleich, so. Da melden wir uns auch gleich, weil ich lege die Kamera jetzt hier hin, weil sonst vergesse ich das. Du Schaf. So, ich habe meine Chili-Klamotten eben angezogen, aber nicht wundern, dass ich das T-Shirt jetzt von gestern wieder anhab. Ich muss mir gleich die Haare schneiden und deswegen, das kommt danach eh in die Wäsche. Und jetzt essen wir aber erst meine Planänderung und dann mache ich die Haare, ne? Was machst du jetzt? Lachsfilet, Kartoffelpüree, Gemüsesoße. Wasserkocher auf. Nee, ich muss hier Haushalt machen. Essen bist du zuständig. Aber bin ich froh, wenn diese Matte gleich weg ist, ne? Da hast du uns immer eine halbe Stunde sowas Schönes gezaubert. Und was mache ich jetzt mit der Zitrone über die Soße noch rüber? Fisch. Hm? Ich habe keine Zitrone in der Soße. Also kann ich das hier so drüber machen. Da kommen aber die Kerne mit raus. Ja, mach nichts. Wie das muss man halt vorsichtig durch. Ja, ich habe die Kamera in der Hand. Du Stinker, hör auf. Oh. Die kann ich mir rauspulen. Hast du ein Handtuch? Also ich habe trockene Hände. Ich habe die Kamera in der Hand. Ja, ich habe Entschuldigen Sie bitte, Major Maulwurf. Ich habe auch nur eine Hand verwendet. Ich benutze auch keine zwei Hände, um eine Zitrone auszupressen. Dankeschön. Ich sag nur... Brötchen zeigen beim Lidl, ne? Ja. So, die pule ich mir dann noch eben raus. Und dann geht es los. Guten Appetit. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Sagt der Teller lieb. Nee, das geht noch irgendwie weiter. Nee. Doch, das geht noch weiter. Nur wenn man in so einem komischen Kindergarten war wie du. Major Maulwurf, Sie sind der Nächste. Einmal bitte zum Haare schneiden kommen. Aber ich gucke doch gerade Ascension. Ja, das ist egal. Das ist gar nicht egal. Komm, dann haben wir es hinter uns. Ja? So. Ja, brauchst du gar nicht so zu gucken. Es geht los jetzt. Achtung. Ist richtig eingestellt? Mhm. Alles klar, es geht los. Dann fangen wir hier erstmal an mit dem hier oben, ne? Oder? Brrr. Wow. Was geht ab? Wolle. Ja. Boah. Super. Wir sind beim Feinschliff angelangt. Jetzt machen wir noch eben die Härchen hier weg, die hier noch so hinterm Ohr weglauern, ne? Aber das ist richtig schön geworden. Wir zeigen das gleich nochmal, wenn du frisch geduscht bist, ne? Und das hier ist die Wolle. Wieso sagst du nichts mehr? Du bist genervt, ne? Ja. Ich will mir immer so eine Mühe geben.
Und dann kriege ich immer, oder ich gebe mir immer so viel Mühe, dann kriege ich immer einen drauf. Mhm, zu Recht. Aber warum? Ich mach das doch so toll. Sachen machst. Ja, das würdest du dann überhaupt nicht toll machen, wenn du so machst. Moment, ich muss von der anderen Seite nochmal ran. So, also so mit der Schere in der Hand fühle ich mich schon wie so eine geile Friseurin. Ich habe nur noch eben hier die Spitzen, die hier so abstehen, ne? Keine Angst. So, du kannst duschen gehen. Fertig. Wie schön ich das auch kann. Guck mal hier, wie geschmeidig der Übergang ist. Vom Deckhaar zum Nackenhaar. Du kriegst doch ein Deckhaar an den Ohren. So. Ist gut. So viel Scheiße hat man da immer im Gesicht. Jetzt muss ich euch ungeschminkt Tschüss sagen. Ich habe jetzt mich abgeschminkt, habe geduscht, jetzt muss ich nur noch Haare föhnen. Und ja, Spülmaschine läuft, man hört's. Habe sogar noch im Badezimmer gestaubsaugt, weil die ganzen Haare überall rumlagen. Und dann würde ich mal sagen, war's das für heute. Das Video war jetzt heute nicht so lang, aber ja, dafür sind andere umso länger und... Das ist halt ein typischer Mittwoch heute gewesen. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und jetzt geht's nur noch aufs Sofa. Joa. Und somit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin macht es gut. Tschüss.